Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Strategic Command World War 1. Leute, wir haben immer noch Winter, wir befinden uns im Februar oder am 26. Februar 1916 und ja, es gibt diverse Probleme mittlerweile an unseren Fronten. Allem voran haben wir ja gerade mit dem Osmanischen Reich wirklich große Probleme. Nicht, weil die Feinde großartig durch die Fronten brechen, sondern tatsächlich einfach nur machen uns hier die Partisanen das Leben schwer. Das ist extrem unangenehm und erschwert uns hier wirklich, ja, den Status quo, den wir uns so hart erarbeitet haben. So, und ich habe mir jetzt überlegt, wir stehen hier oben relativ gefestigt. Die Russen haben ein- oder zweimal angegriffen. Wir werden einige Abteilungen jetzt aus diesem Gebiet abziehen. Und das Ganze wird aber tatsächlich etwas dauern, denn ja, ihr seht, es führen hier nur einfache Straßen oder Trampelpfade von der Front weg. Und wir müssen sie mindestens erstmal nach Antep bringen, um sie ja mit den Bahnverladeeinrichtungen dann nach unten bringen zu können. Ich denke mal, ja, also Medina wird definitiv fallen. Es wird wirklich, wirklich schwierig. Besonders, weil die Moral des Osmanischen Reichs schon auf unter 70% ist. Das ist wirklich kein Spaß mehr. Okay, wie dem auch sei, wir gehen jetzt zur italienischen Front und schauen uns hier mal an. Ihr seht, es ist immer noch Schnee und Eis und ja, hier gibt es nicht wirklich irgendwie eine Chance, die wir mal ergreifen können. Wir können nicht vor, wir können nicht zurück. Es ist ja, eine absolut ekelhafte Front hier. Wir können hier nichts leisten. Aber der Feind auch nicht. Wir haben hier den Status quo. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Wir können eins dieser beiden ja, Corps, entweder das 10. oder das 7. Corps von dieser Front abziehen, denke ich, ohne großartig uns Sorgen machen zu müssen. Ja, das bringen wir vielleicht nochmal einen hier rüber. Und dann würde ich sagen, verlegen wir jetzt einfach mal das. Ja, nehmen wir hier das 7. Korps. Das verlegen wir. Und das werden wir. Na, hier oben brauchen wir es eigentlich nicht. Das werden wir mit hier unten hinbringen. Denn ich möchte jetzt wirklich relativ schnell mal mit Griechenland dann hier fertig werden. Denn das nervt mich so ein bisschen, dass wir hier unten so viel zu tun haben und hier keine Truppen entbehren können. Das ist echt, echt ätzend. Okay, gesagt, getan. Bringen wir sie hier unten hin nach Mostar. So. Dann können wir die in der nächsten Runde bewegen. Dann haben wir hier noch dieses Korps. Das bringen wir hier auch weiter nach unten. Südlich von Tirana. Dann haben wir hier... ja, das machen wir dann gleich... Ich bin jetzt gerade schon wieder eingestiegen. Wir machen erstmal mit der italienischen Front natürlich noch weiter. Entschuldigt, es ist so viel zu tun. Hier könnten wir einen halbwegs erfolgreichen Angriff durchführen, aber 1 zu 2 ist wirklich nicht besonders verlockend. Wir könnten hier die Abteilung nochmal gegen das Korps tauschen. Aber das macht es auch nicht wirklich viel besser. Und dann könnten wir das vielleicht nochmal tauschen und dann das Marinekorps. Das können wir sogar jetzt noch aufrüsten. Wahnsinn. So. Okay. Und das war es dann auch schon hier für die Front wieder. Ja, wie gesagt, kein Durchkommen. Umso wichtiger ist es, dass wir die Schweiz vielleicht langsam mal überredet bekommen. Das hat jetzt die letzten Runden wieder nicht geklappt hier mit unserer 45%igen Erfolgschance. Sehr, sehr ärgerlich. Gut, kommen wir mal zur Westfront. Ich denke mal, hier, wo die Engländer stehen, da brauchen wir gar nicht großartig rumprobieren. Ne, hier verstärken wir die Truppen nur auf 9, um die Erfahrung zu behalten. Die Einheit hier auf 10. So, hier ist die Kavallerie stark geschwächt. Die 7er hier, die müssen wir auch aufwerten. Die Truppe hier aus Aachen. Ja, da weiß ich noch nicht, wo wir die genau hinschicken sollen. Wird sich jetzt im Verlauf dieses Zugs hoffentlich herausstellen. Dann, ja, haben wir hier eine Kavallerie, die etwas schwach dasteht. Mit 2 zu 1 können wir sie angreifen.
Aber bringt uns das voran? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich sehe da momentan noch nicht wirklich irgendwie einen Sinn drin. Na, die Angriffe jetzt sind alle nicht so hitverdächtig. Ich kann mir vorstellen, dass diese Runde eher eine Aufrüstungsrunde wird. Vor allen Dingen, ich sehe hier gerade die Fünfer. Die müssen wir auf 10 bringen. Den Sechser hier, den müssen wir auch auf 10 bringen. Diesen Sechser hier, den bringen wir auch auf 10. Oder vielleicht auf 8. Der ist auf 6. Ne, bringen wir auf 10. Hier ist noch ein. Einmal den Sechser, den müssen wir upgraden. So. Und diesen Sechser hier, den können wir verstärken. So, und jetzt den Fünfer hier, den ziehen wir jetzt auch mal zurück. Und bringen dafür den Neuner hier rein. Ja, ihn verstärken wir auch auf 10. Kommt, Leute, wir machen diese Runde an der Westfront eine Verstärkungsrunde. Wir haben in den letzten Folgen wirklich großartige Erfolge erzielt. Geben wir unseren Männern eine kleine Verschnaufpause und rüsten sie komplett neu auf. So, das passt. Und ihn, ja, ich bin mir nicht sicher. Wollen wir ihn eventuell hier mit hinbringen? Weil hier haben wir eine kleine Lücke. Und hier oben steht in Brüssel noch was im rückwärtigen Bereich. Ja, wir schicken das zweite Reservekorps nach Luxemburg. Okay. Verschanzt. Na, verschanzen müssen wir auch nochmal, sehe ich jetzt gerade. So. Nancy. Das sieht gut aus. Hier, den Siebener, den müssen wir auch noch verstärken. Kommt, den machen wir auf 10. Ansonsten stehen die Truppen gut da. Ja, okay. Das war's hier an der Westfront. Mehr mache ich diese Runde nicht. Gehen wir nach Königsberg. Und hier kann ich mir vorstellen, dass die russischen Truppenverbände hier echt nicht mehr viel haben. Weil hier sehen wir schon ein Korps, was Kaunas beschützt. Hier sehen wir überhaupt nichts mehr. Mich würde es wundern, wenn hier irgendwas steht. Hier können wir einen schönen Angriff fahren. 0 zu 1. 0 zu 2 geworden. 0 zu 0 geworden. Okay. Was, das upgraden wir einfach erstmal das Core. So. Ich würde gerne nochmal angreifen. Tauschen wir doch mal durch. Hat nicht gereicht. Verdammte Axt. Na gut. So, und jetzt kommen wir dann zur mittleren Ostfront. Und hier ist jetzt ein großer Moment. Wir schließen die Front jetzt ab. So. Vielleicht sollten wir bei Lublin tatsächlich noch ein. Machen wir es so. Hier wird niemand reinstoßen, denke ich. Und auch wenn, es wird ihnen nichts bringen. Sehr schön. Dann sehe ich hier das Dreierkorps. Das werden wir direkt mal aufwerten. Geht nur auf 8, aber das reicht. Na, und ich denke, in der nächsten Runde
Hier können wir schon mal einen 0-1 Angriff durchführen. Das machen wir einfach mal. Ja, okay. Hat sich umgedreht. War 1-0 für sie. Die anderen Angriffe lohnen sich alle noch nicht so. Dann würde ich sagen, verstärken wir diese Runde nochmal. Und können dann in der nächsten Runde erbarmungslos zuschlagen. Okay. Naja, lassen wir es mal so. Die werden in der nächsten Runde ihr Fett schon wegkriegen. Artillerie hat in der nächsten Runde dann auch 3 Geschosse. Hier können wir keine Angriffe durchführen. Hier könnten wir einen durchführen. Ja, hat geklappt. Und hier auch nochmal. Das hat auch geklappt. Tauschen wir nochmal durch. Okay, 0-0. Alles klar. Okay. Sehr schön, Leute. Der Kessel ist geschlossen. Und jetzt haben wir sie hier am Sack. Wenn wir die Truppen hier los sind, dann können wir hier entweder was abziehen oder richtig zuschlagen. Mal sehen. Okay, wie schaut es hier unten in Serbien aus? Wir müssen Belgrad immer noch befreien. Also wird das nichts. Okay, offensichtlich brauchen wir da noch ein weiteres Korps. Um hier oben angreifen zu können. Das gibt's ja nicht hier. So ein paar Partisanen machen uns hier so das Leben zur Hölle. So, dann können wir aus Pristina Truppen abziehen. Dann schicken wir die Kavallerie gen Süden. Und ja, Pristina wird somit jetzt beschützt. Okay, dann geht's jetzt hier gegen Griechenland. Ist die Frage. Viel mehr geht leider nicht. Hier könnten wir noch einen hinschicken. Dich brauchen wir auch hier unten. Ja. Die Angriffe, die funktionieren irgendwie nicht mehr so, ne? Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal in dieser Runde. Oder, na, vierte Mal nicht, aber das zweite oder dritte Mal, dass unser Angriff so gegenteilig dann ausgeführt wird, wie die Prognose eigentlich ist. Das ist schon ärgerlich. Die Truppen hier werden wir auch noch nicht los. Ne, wir kommen da nicht gegen an, Leute. Das ist Wahnsinn, hier so ein Marinekorps. Und hier müssen wir nächste Runde gucken, wie wir hier dann durchkommen. Okay. Dann sehen wir hier oben ein italienisches U-Boot. Können wir aber nichts machen, weil wir keinen Zerstörer hier haben. Also ich kann der Kreuzer, der kleine Kreuzer, kann der U-Boote angreifen. ...56 Punkte, um den aufzuwerten. Frage ist, lohnt sich das? Die italienische Marine ist nicht besonders stark, ne, wenn man das so sieht. Na,
Ey, das können wir uns sparen. Okay, okay, okay. Eine Feindeinheit der Italiener konnten wir zerstören. Schauen wir mal, ob wir das die nächste Runde nochmal hinkriegen. Ziehen wir uns erstmal zurück und... kommt, wir verstärken mal noch eine Einheit. Verstärken wir den Dreadnought hier nochmal. Packen wir ihn mal auf, was kostet das? 93 Punkte. Ja gut. Ich rieche jetzt gerade so ein bisschen eine Lunte, dass wir vielleicht doch gegen die italienische Marine irgendwie anstinken können. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Aber gehen wir jetzt erstmal wieder ins Osmanische Reich als nächstes. Und ja, hier habe ich schon gesagt, hier werden wir diese Truppen abziehen. Ist die Frage, wo sind wir schneller? Antep oder Yozgat? Wenn ich mir das so angucke, sind wir schneller in Yozgat, ne? Ja, das machen wir auch. Und ihr... Ihr geht hier oben lang. Und hier haben wir auch noch eins. Der muss allerdings erst hier hin, nach Moos. Schicken wir den durch die Gebirge dorthin. Okay. Ja, drei Abteilungen. Ich hoffe, das wird irgendwie ausreichen. Dann... Ja, hier brauche ich eigentlich gar nicht gucken, ne? Das... Wir können hier... bisschen was verstärken, aber mehr ist dann auch nicht. Auch machen wir auch gar nicht. Dann hier, die können wir auf 6 verstärken. Die hier auf 8. Komm, tauschen wir hier mal. Naja, es ist alles echt blöde. Okay, verstärken wir so weit wie es geht. Auf 8. Und den können wir nicht weiter verstärken. Ja, hier halten wir einfach die Position. Und hier sind die Truppen auf dem Weg. Okay. Die U-Boote hier haben wir in der letzten Runde schon verstärkt. Ich würde sagen, die lassen wir auf 6, damit die ihre Erfahrung behalten. Wie sieht es bei dir aus? Da können wir ruhig nochmal zweimal verstärken. Okay. Und du gehst dann mal nach oben hier. So schön an den Minen vorbeisteuern. Und dann werde ich euch beide gleich mal in die Adria schicken. Vielleicht ergibt sich hier doch was mit Landungsbooten. Was ich letzte Folge schon mal angesprochen habe, dann müssten die Italiener nämlich ganz schön hier oben was abziehen. Das könnte an jeder Front für Erleichterungen sorgen. Das wäre doch was. Weil das, was wir hier haben, hier oben haben wir auch noch was, wenn wir dann endlich mal Belgrad wieder befreien. Das sollte eigentlich reichen, um Griechenland zu nehmen. Na, schauen wir mal. Okay. Unsere U-Boote können wir noch weiter nach Norden bewegen. Das werden wir an dieser Stelle jetzt nochmal tun. So. Okay, da ist der Weg frei. Sehr schön. Hier oben, die sind in Position und arbeiten noch. Hier unten haben wir ja nichts mehr, da wurde alles zerstört. Dann dieses U-Boot hier. Das können wir noch weiter aufwerten.
So. Das kann in der nächsten Runde noch geupgradet werden und dann können wir das auch wieder losschicken. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als nochmal. Wir schauen mal, ob wir die 115 Punkte gleich andersweitig nochmal einsetzen können von den Österreichern. Ansonsten werden wir doch nochmal ein Schiff ausbauen. Schauen wir mal Forschung erst mit den Deutschen allerdings. Seekriegsführung ist ausgebaut, Infanteriekriegsführung ist ausgebaut. Führung und Kontrolle haben wir erstmal auf Stufe 2. Das sollte mir erstmal reichen. Industrietechnologie. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass mir mit den Deutschen die Punkte langsam ausgehen. Vielleicht sollten wir da nochmal einen Punkt rein investieren. Einheiten kaufen können wir ohnehin nicht. Ja, machen wir nochmal. Mehr Punkte sind immer gut. Und ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass uns immer weniger Punkte zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich durch die maritimen Blockaden. So, Österreich. 115 Punkte. Verschanzung ist auf Stufe 3. Wir haben sowieso 3 Punkte drin. Infanteriewaffen können wir nichts machen. Logistik ist bald auf Stufe 3. Das heißt, verlegen wird günstiger. Und Granaten für Artillerie werden mehr. Industrietechnologie wird auch hier schon verbessert. Ja, wisst ihr was? Das werden wir jetzt mal machen. Wir werden die Schiffe ein bisschen verbessern. Um 5 Punkte können wir den Panzerzerstörer hier, oder das Linienschiff ist es, noch weiter verbessern. Okay. Ja, und jetzt noch die Osmanen. Tja, Leute, was machen wir mit denen? Die müssten mal etwas stärker im Angriff werden, ehrlich gesagt. Führung und Kontrolle. Das hat ja nur mit den Befehlshabern zu tun. Da können wir nichts mehr machen. Ne, wir haben alles soweit, was für die Osmanen wichtig ist, schon ausgebaut. Wir können auch hier ein bisschen Industrie noch die pushen. Die haben nämlich auch relativ wenig Punkte, die Osmanen. Aber ansonsten, ja, wir könnten dann hier vielleicht nochmal die Schiffe ein bisschen verbessern. Bauen wir hier den leichten Kreuzer auf 10. Okay. Dann war's das. Okay, dann bleibt es nichts anderes übrig, als wieder zu gucken, was der Feind jetzt treibt. Ah, ich hätte gerne mehr gemacht, aber na, diese Runde ging das nicht so gut von der Hand. Na gut, mal gucken, was kommt. Generalstabschef Erich von Falkenhayn. Ein Ire namens Sir Roger Casement ist bereit, eine große Waffenlieferung nach Irland bringen zu lassen, um die nationalistischen und republikanischen Gruppierungen auszurüsten, die dort einen Aufstand gegen die britische Regierung planen. Er bittet um 25 Punkte zur Finanzierung dieses Vorhabens. Es würde sich um eine riskante Mission handeln, aber sollte es Casement gelingen, die Waffen auszuliefern und sollte der Aufstand von Erfolg gekrönt sein, wäre dies wohl ein wichtiger Schlag gegen unseren Hauptfeind. Okay, schauen wir mal. Wenn Sie zustimmen, den Iren Waffen zu liefern, wird der Aufstand größere Auswirkungen auf die nationale Moral der Briten haben und zu größeren Schäden in Dublin führen, was die britischen Einnahmen verringern würde. Sir Roger Casements gescheiterte Mission, die irische Rebellen mit Waffen zu beliefern, endete damit, dass er kurz nach seiner Landung in Irland am April 1916 gefangen genommen wurde. Casement war den Deutschen gegenüber misstrauisch geworden und wollte versuchen, die irischen Republikaner davon abzuhalten, den Osteraufstand zu lancieren.
Er wurde jedoch gefangen genommen, bevor er Kontakt mit ihnen herstellen konnte, sodass es zu dem Aufstand kam. Okay. Ja, 25 Punkte wäre ja so jetzt noch übrig. Das werden wir jetzt einfach mal durchführen. Ja. Ja, das Vereinigte Königreich rekrutiert mittels Wehrpflicht mehr Truppen. Und das zweite Anzac Corps trifft in England ein. Ja, griechische Truppen machen für die Verteidigung von Ostmazedonien bereit. Und die USA machen für den Krieg mobil. Und sie schließen sich der Entente an. Das wird jetzt nochmal richtig schwer, Leute. Ja, weitere Araber lehnen sich auf. Entente, Überfallangriffe auf Dänemark. Und Seeeinheiten der Entente im Norden von Schottland blockieren Import ins Deutsche Reich. Das kennen wir auch schon. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein meldet sich für den Kriegsdienst an der Ostfront. Und deutsche Truppen kapitulieren in Kamerun. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands schließt 18 Abgeordnete aus, die gegen den Krieg gestimmt haben. Und es kommt zu Kampfhandlungen, als Pancho Villa in US-Territorium einfällt. Okay, dann haben wir noch Fortschritte bei den Marinewaffen von 49 auf 74%. Sehr schön. Österreich-Ungarn entwickelt Logistikstufe 3. Sehr gut. Und Wissenschaftler berichten über Fortschritte bei der Infanteriekriegsführung bei den Osmanen. 31 auf 51. Sehr schön. Ja, gibt wieder ein paar Punkte. Und mal sehen, was der Feind treibt. Medina wurde eingenommen. Ja, zugegebenermaßen, ich habe auch echt ein bisschen spät reagiert, was die, ja, was die Rebellen, die Partisanen angeht. Aber wir hatten halt auch eben, ja, nicht wirklich die Möglichkeit, großartig was loszuschicken. Diese drei Abteilungen, ich hoffe, dass die uns da nicht das Rückgrat brechen, falls die Russen plötzlich durchstoßen sollten. Okay, was war da jetzt passiert? Irgendwie hat unsere Artillerie was abbekommen, hat aber keine Punkte abgezogen bekommen. Ja, wenn sie da jetzt angreifen, ich glaube, langsam brechen sie da durch. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Leute, aber das ist aber auch wirklich. Jetzt haben sie uns da wirklich. Wir können nicht mal da. Ja, krass. Okay. Jetzt haben sie uns da echt das Schlachtschiff zerstört. Das ist ja ätzend. Och, mein Gott, Leute. Was soll man dazu jetzt sagen? Wirklich einmal nicht aufgepasst, verliert man Schlachtschiff durch einen Angriff der Infanterie. Das ist ja wirklich sehr beinahe schon lachhaft.
Okay, sie verstärken überall ihre Einheiten natürlich noch. Die haben jetzt Nachschubmangel. Interessant. Frankreich feiert den Kriegseintritt der USA. So tun es wohl alle. So, dann schauen wir uns den Schaden jetzt mal nochmal genau an. Ja, Linienschiff wurde versenkt, Radom wurde durch eine Bombardierung beschädigt. Wir bekommen ein neues U-Boot, allerdings ein altmodisches. Das dritte Reservekorps kann eingesetzt werden. Das bringen wir hier zusätzlich. Ja, wo bringen wir das hin? In Italien bringt es uns nichts, da ist sowieso kein Vorkommen. Bringen wir es doch. Na, hier bringt es uns auch nichts mehr. Andererseits, vielleicht doch. Wir bringen das mal nach Thorn. Und wir kriegen noch ein modernes U-Boot. Na, immerhin. Okay. Hier hat sich nichts getan. Hier hat sich nichts getan. Hier oben und hier hat sich auch nichts getan. Die feindlichen Truppen leiden noch nicht an Nachschubmangel. Aber ich habe so das Gefühl, die Angriffe, die wir durchführen können, werden langsam krasser. Okay. Hier unten ist auch nicht wirklich was passiert. Hier, ja, vielleicht können wir jetzt Belgrad in der nächsten Runde nehmen. Und hier wird es interessant bei der Schlacht ums Adriatische Meer, wie wir da jetzt abschneiden können. Vielleicht können wir noch ein, zwei Einheiten der Briten zerstören. Das wäre vielleicht super. Ja, und dann in Griechenland werden wir dann auch weiterschauen. Ja, Leute, wirklich eine sehr spannende Situation hier. Und jetzt haben die Briten hier bei Basra noch eine weitere Abteilung anlanden lassen. Ja, das ist überhaupt nicht gut für uns. Und die Abteilungen hier oben, die brauchen natürlich noch ein bisschen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.